Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video. Wir befinden uns immer noch in Amerika. Ihr werdet das Video wahrscheinlich nach der Show sehen. Dementsprechend habt ihr auch schon die Einblicke erhalten, wie das Ganze gelaufen ist und vor allem auch, wie die Form auf der Bühne ausgesehen hat. Heute geht es noch einmal mit der finalen Form zum Dexter-Scan. Für mich der erste in meinem Leben. Paddy hinter der Kamera hat uns da was Kleines organisiert. Mal gucken, wie das ist. Bin auf jeden Fall gespannt. Form ist, denke ich, am absoluten High. Also ich muss sagen, so lean war ich definitiv noch nie. Bin heute Morgen mit 76,5 Kilo aufgestanden nach 2 Ladetagen und mit einem Tiefsgewicht von 74,8 Kilo, also eigentlich halb durchsichtig. Dementsprechend, wir gehen uns jetzt hier mal umschauen, wo das Ganze stattfindet und dann gibt es danach die kleine Analyse. So, wir müssen jetzt hier noch eine kleine Runde warten und haben uns jetzt hier erstmal in die Umkleidekabine verdrückt, denn man muss natürlich halt eben auch noch mal ein bisschen Wasser lassen. Das ist derzeit alles am rauskicken, ja, wie immer. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da in der Peak Week immer passiert, und dann gehen wir uns das Ganze mal anschauen. Oh, you're 96. Yeah. Yeah. All right, how tall are you? 172.5. I think it's 5.72. And then how much do you weigh? 76 kilograms in the morning. Or 76.5. Ende sind wieder beim Minuspunkt. Sagst du zu meinem Shirt? Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Ganz gut, ein bisschen größer. Cooles Wettkampfshirt zum Reinwachsen, Daniel. Yeah, you're not quite centered, so I would just scoot that way. A little that way. Perfect. Okay, all good. Now we're gonna go like this with the arms. Yes. You're a little bit outside of the box on this side. So if you can scoot your body that way, just there. Okay. All right, tight with your arms. We gotta get you in there. Okay, I know it's gonna be uncomfortable for just a minute, but that looks perfect. You look all centered. When it gets past your hands, I'll let you know that you can relax. You ready? Okay, perfect. Same thing. It's just gonna go over you. Again, just keep those arms tight so we can get your full body in the box. Yes. And I'll come back in and check on you. Ich fühle mich einfach wie im Drucker. So ein 3D-Drucker. Ja. Was einem so einfällt während dem Dexter-Scan, ich habe gerade einen Paddy gefragt, ob er schon mal so ein vorgepreptes Reismehl in die Mikrowelle gesteckt hat, nachdem es im Kühlschrank war. So, an was man so denkt, ne? Ja. Das ist bescheuert, ey. Aber warum nicht? Aber weil mir einfach sau kalt ist auch. Da ist das heilige Dokument, meine Freunde. Also, jetzt geht's ab. Erstmal in die Unterkunft und dann zur Analyse. Gut, Leute, wir sind zurück in der Unterkunft. Hier sind die Dokumente, wie ich euch gerade schon gezeigt habe. Und das Ganze hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, muss man sagen. Also, es gab ein paar kleine Diskrepanzen. Erstmal waren wir super schnell durch. Patrick und ich direkt so in einer halben Stunde beide durch gewesen. Auch sehr, sehr cool, dass wir dort filmen durften. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank auch, falls die Leute das schauen. Ich glaube eher nicht. Aber es war auf jeden Fall super angenehm dort. Und die waren auch sehr, sehr kooperativ, muss man sagen. Vielleicht kurz zu den Eckdaten, wie ich dort eingemessen wurde. Also erstmal mein Name etc. pp. Hier abgeben müssen, war ja für mich auch der erste Dexter-Scan in meinem Leben. Ich habe noch nie einen gemacht. 28,4 Jahre haben sie mich hier eingetragen. Eine Körpergröße von 1,72 bzw. 1,73 cm, Entschuldigung, und heute Morgen auch mit 76,5 Kilo war das Ganze gewesen. Hier steht es nochmal in Inch und LBS, also 67 und 168 LBS. Also sprich, es werden erstmal so ein paar Eckdaten genommen. Das Gerät misst das Ganze aber nochmal. Jetzt wollen wir aber gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, und zwar haben wir hier die Testergebnisse. Also, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, laut dem BMI habe ich ein BMI von 26,3, bin somit übergewichtig, ja. Kann man jetzt von halten, was man möchte, aber hier zu den Fettmessungen bzw. zu den initialen Fettwerten. Also das Gesamtkörperfett hier hat sich zusammengesetzt aus einerseits den Armen, wir haben andererseits die Beine und wir haben den Rumpf, ja. Und das Ganze, wenn man diese Einzelwerte zusammenrechnet, ergibt das einen Gesamtwert. Wir haben uns das Ganze angeschaut gehabt, waren erstmal so ein bisschen verblüfft über die Ergebnisse, die hier rauskamen, weil es so schien, als ob diese Werte zu einem höheren Gesamtwert geführt haben. Da haben wir gesagt so, hey Leute, irgendwie kommt das nicht so ganz hin. Da haben wir das mit denen nochmal ein bisschen nachbesprochen und danach wurde die Fehlerrecherche betrieben. Patrick
hat es dann gefunden, was der Messfehler gewesen ist, und letztlich kam raus, dass ich hier eine Gesamtfettmasse habe von 9,4 LBS und dementsprechend eine gesamttotale Masse von 169,5 LBS. Wenn man das Ganze dann verrechnet, ja, dann kommen wir auf den letztlichen Fettwert meines Körpers und ich bewege mich hier bei 5,546%. Also auf jeden Fall der niedrigste Wert, den ich je gemessen habe, aber mein letzter Wert war auch damals 2016, glaube ich, Mitte der Vorbereitung mit 8,9%, also war jetzt auch nicht so schwer zu toppen. Nichtsdestotrotz bei dem Körpergewicht auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Denke auch, dass das Ganze ganz gut hinkommen kann. Hier muss ich aber dazu sagen, es waren noch ein paar Werte drin, die mich persönlich ein bisschen stutzig gemacht haben, auch von der Verteilung, beispielsweise am Rumpf. Scheine ich ein Körperfett zu haben von 5%, ja, beziehungsweise im Rumpfbereich sowieso sehr, sehr niedrig angesiedelt, wohingegen die Arme beispielsweise deutlich höher angesiedelt sind. Bei der rechten Seite kann ich das irgendwo auch nachvollziehen. Ja, die rechte Seite ist gefühlt vom Trizeps nicht ganz so durchgestreift wie die linke Seite vom Trizeps. Aber ja, insgesamt an den Armen sollen noch 1,8 LBS, also ich glaube das sind 0,9 Kilo, an Fett hängen, aber an Armen, also die sind gestreift von unten bis oben, von vorne bis hinten, weiß ich nicht, ob das so hinkommen kann, aber das sind so Dinge, kann man jetzt spekulieren und machen und tun, vielleicht habe ich woanders noch mehr Fett, ich denke im Gesamten kommt das auch so hin, ich bin vorher hingefahren, habe gedacht, ich hätte 5,3%, also haben wir damit mit der Schätzung letztlich recht gut gelegen. Dann gab es am Schluss nochmal hier so eine kleine Analyse, und zwar der Knochendichte, und die Knochendichte scheint zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall im sehr, sehr guten Bereich zu sein, sprich das Krafttraining über die letzten Jahre in Kombination mit der guten Ernährung hat sich bezahlt gemacht, und trotz des niedrigen Körperfetts und trotz der Gesamtsituation, sage ich einfach mal, immer noch super angesiedelt, darf gerne auch so bleiben. Das war es auch mit diesem Video, Freunde. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Einschätzung gewesen wäre. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das Ganze so hinkommt, ob ihr mich niedriger oder höher positioniert gesehen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ansonsten dürft ihr natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr die weiteren Videos nicht verpassen möchtet, insbesondere wie es jetzt auch in meiner Off-Season weitergeht. Und natürlich dem Video gerne einen Daumen nach oben lassen. Also, Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Ciao, ciao.